Abgeordneter Becker, erstens einmal danke für die Zeit, für das Interview. Ich habe zu danken für das Interesse. Ja, es freut uns. Und die erste Einstiegsfrage, die ich stellen will, ist einmal generell allgemein gehalten, die Bedeutung der EU für Österreich. Klingt allgemein, aber vielleicht können Sie mal ein bisschen spezifisch was erklären, was bringt jetzt die EU an Österreicher, wenn ich das jetzt allgemein stelle? Man kann wirklich unterscheiden zwischen sehr gesamteuropäischen, nennen wir es Nutzen oder Vorteilen, die auch Österreich natürlich in Anspruch nimmt. Das ist an vorderster Stelle der noch nie in der Geschichte dagewesene Frieden in diesem Kontinent. Das ist unvorstellbar, man kann das gar nicht hoch genug werten und man könnte Stunden darüber reden. Ich glaube, ich muss das in diesem Rahmen nicht tun. Der Nobelpreis spricht für sich, aber er ist für besonders eine Verpflichtung für die Zukunft. Wir haben Krisensituationen hier in Europa zu bewältigen, die zum Teil an den Bruchlinien früherer militärischer oder kriegerischer Konflikte passieren. Also Frieden. Zweiter Punkt, ganz sicher, wir haben Österreich als Hauptnutznießer. Auf der einen Seite Hauptnutznießer der wirtschaftlichen Entwicklung Europas. Und das schließt sofort ein, dass wir auch einer der Hauptausnützer der Möglichkeiten sind. Es gibt wenige Länder in Europa, die derartig professionell, tüchtig, fleißig, intelligent und konsequent die Chancen wahrgenommen haben, die sich in Europa geboten haben. Und das muss man als nächste große Errungenschaft dieses europäischen Werks sehen, dass es einen Binnenmarkt geschaffen hat, dass es alle Schranken, die früher behindert haben, wie Zollschranken etc. und zuletzt dann mit einer eigenen Währung, auch noch eine Währungsgemeinschaft gebildet haben, die enorme wirtschaftliche Chancen geboten haben. Und Österreich hat es perfekt genutzt. Es ist sicher so, dass Österreich in fast allen Rangreihungen, die es in der EU zu diesen Fragen gibt, unter den ersten 3 bis 5 landet und, was viele vielleicht nicht wissen, wir sind in mehreren Kriterien sogar die Nummer 1. Also wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit, wir haben mit Deutschland gemeinsam die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit, wir haben die niedrigste Jugendschulabbrecherquote. Das heißt, wir haben in ganz wesentlichen Kategorien für junge Menschen und für den Arbeitsmarkt enorm viel erreicht. Und das ist unsere Bildungskomponente, die sehr oft wirklich unter Beschuss steht. Auch ich bin der Meinung, es ist absolut an der Zeit, hier Reformen durchzuführen. Teilweise bin ich sogar für Sprengungen, weil es gar nicht mehr reformierbar ist. Aber dem steht gegenüber ein unglaublicher Erfolg, mit dem von der EU als Nummer 1 Beispiel definierten dualen Ausbildungssystem in der Berufsbildung, Lehre und Berufsschule. Wir sind damit die erfolgreichsten in ganz Europa. Wir haben daneben, das ist jetzt ganz aktuell, weil ich als Berichterstatter der Europäischen Volkspartei für das gesamte Parlament ausgewählt wurde, mit einem sozialdemokratischen Kollegen gemeinsam einen Bericht über ein zu schaffendes Netzwerk der Arbeitsmarktverwaltungen zu schaffen. Weil unser Arbeitsmarktverwaltungssystem, das AMS, so erfolgreich ist. Und früher haben wir immer gelacht über das Arbeitsamt, wo man sich einen Stempel holt und dann einen Kurs fürs Briefschreiben belegt. Heute alles anders, es ist sehr, sehr effizient. Genug noch zu verbessern, aber europaweit das Beste. Das sind so ein paar Streiflichter. Ich nehme die 2 Stimuluswörter. Sie haben gesagt, Frieden natürlich wichtig nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Europa auch dann durch die 2 großen Blocks Ost und West aufgeteilt worden ist, wird oft ins Hintertreffen geführt oder nicht wirklich erwähnt. Und natürlich, Sie sagen, die Erfolge oder den Vorteil, den Österreich aus der Beteiligung oder an der Mitgliedschaft an der EU gezogen hat. Warum ist aber die Wahrnehmung in der Bevölkerung eben oft gegenteilig? Frieden natürlich, klar, wichtig, wird oft ausgeblendet, weil es uns gut geht, Krieg schon weit her ist und Gott sei Dank ist das so. Aber warum ist das Image der EU und das Bild oft anders, als Sie das jetzt von den Fakten, die Sie mir aufgezeigt haben, geschildert haben, warum schaut das bei den Leuten anders aus? Es tut uns ganz sicher am meisten weh in unserer Arbeit, dass uns genau dieses Kommunikationsthema nicht gelingt. Ist so. Wir haben dafür auch die Verantwortung. Es ist unsere Ebene in der Politik generell, auch in der EU-Politik, auch in der Kommission, auch bei uns im Parlament und genauso in allen anderen europäischen Institutionen. Wir schaffen es nicht,
den Menschen das zu vermitteln, was eigentlich passiert, was zu ihrem Vorteil passiert. Wir haben keine Probleme, wenn die Fehler aufgezeigt werden, denn die passieren wirklich. Das ist wahr, da sind Dummheiten passiert. Das Problem, das aber sehr groß ist, ist, dass zu diesen Dummheiten und Fehlern nie auch die positive Seite dazu kommuniziert wird. Und uns gelingt es nicht. Die Medien sind keine Hilfe. Ich will aber nicht die Medien primär verantwortlich machen. Es ist an uns, das zu lösen. Und ich will mir nicht versäumen, einen Kritikpunkt dann sehr wohl, sehr exakt zu positionieren. Das ist also schon die nationale Regierungspolitik, die ganz erstaunlich eigentlich die europäische Dimension unserer gesamten Politik zu wenig beleuchtet. Das ist tatsächlich jetzt sehr, sehr direkte Kritik an der Arbeit der Bundesregierung seit übrigens Jahrzehnten, nicht dieser jetzigen, sondern schon der davor, weil sie nicht in der Lage ist, aus welchen Gründen auch immer, darzulegen, dass EU-Politik heute bereits Innenpolitik ist. Und umgekehrt, Innenpolitik auch EU-Politik ist. Wenn wir bedenken, dass rund 80% aller im österreichischen Nationalrat beschlossenen Gesetzesmaterien aus der EU kommen und alle, die jetzt das sagen, was ich jetzt dann sage, völlig falsch liegen, dass man nämlich dann eigentlich gar kein Parlament mehr brauchen, wenn das in der EU gemacht wird, völlig falsch, das Gegenteil ist der Fall. Wenn man 80% Gesetzesmaterie von Europa in alle einzelnen Nationalstaaten implementieren muss und das rechtskonform, dann ist das eine noch anspruchsvollere Aufgabe als je zuvor. Deshalb, wir brauchen noch tüchtigere Leute und die Ausschussarbeit im Nationalrat muss noch professioneller erfolgen. Und daher ist diese Thematik, glaube ich, recht durchsichtig, wenn so viel schon von Europa kommt. Warum hat dann der Bürger nicht das Gefühl, dass das so ist? Er weiß das nicht einmal. Und da unterstelle ich vielen Politikern schon, dass sie also lieber doch ihre eigene Leistung in den Vordergrund stellen und so tun, als wenn das alleine ihr Werk wäre. Und wir sind begeistert, was sie alles leisten, aber dass sie es alleine getan haben, ist schlicht falsch. Da will ich bei Ihrer Profession als Werbefachmann, der aus der Privatwirtschaft kommt, ansetzen. Sie haben das jetzt gut, das Problemfeld thematisiert, ein Kommunikationsproblem, auch ein PR-Problem. Und was man oft merkt, so wie wir als kleines Unternehmen, natürlich in der großen Bürokratie, die draußen herrscht, gehst du oft unter. Das heißt, du kennst oft einen Abgeordneten, so wie Sie, sagst, du hast diese Idee, aber es verläuft sich. Und oft einmal passiert das, dass nicht einmal in der EU das abgelehnt, sondern es gibt immer, so wie Sie es geschildert haben, die Parallelstruktur im eigenen Land, die, wie soll ich sagen, Verhinderer oder Blockierer sitzen. Das heißt, das ist vielleicht eine Fehlattribution, dass Fehler im Land gemacht werden und die oft auf die EU projiziert werden. Das gibt es schon. Das wäre einfach naiv zu sagen, dass nicht sehr oft folgendes Verhalten festgestellt wird. Wenn man weiß, dass es keine Rechtswirksamkeit von Beschlüssen des Parlaments gibt, ohne dass der Rat, also die Regierungen aller Mitgliedstaaten, ihre Zustimmung gegeben haben, es dann schon sehr verwunderlich ist, dass Entscheidungen, die auf europäischer Ebene gefallen sind, und in Zeitungen kritisiert werden, von heimischen Politikern fallweise mit den Begriffen versehen werden, naja, das ist typisch Brüssel, das ist die Bürokratie oder das ist die EU. Sie selbst haben nämlich das unterschrieben. Jetzt ist die Frage, haben Sie nicht aufgepasst vorher oder haben Sie es vergessen? Durchschnittlich, die Zahl wurde einmal erhoben, ich nehme gerne die Hälfte. Es genügt nämlich, aber die Zahl, die erhoben wurde, war 14 Mal ist ein österreichisches Ministerium mit jedem Schritt der EU befasst. Durchschnittlich 14 Mal. Selbst wenn es nur 7 Mal ist, weil ich sage dann, okay, wer weiß, wer das gerechnet hat, wenn es nur 7 Mal ist, kann es nicht sein, dass dann nachher keiner daran beteiligt war. Ganz im Gegenteil, ich erlebe es ja selbst, weil eine meiner ersten Anlaufstellen in meiner Arbeit ist immer die Vertretung der jeweiligen österreichischen Ministerien in Brüssel. Und zwar in einem äußerst von mir nur positiv erlebten Sinn, mit großer Fachkenntnis, mit sehr hoher Bereitschaft, uns im Parlament alle Informationen zur Verfügung zu stellen.
Und wir sind eigentlich super geserviced von unseren eigenen Regierungen mit den Vertretungen dort. Und umso verblüffender dann ganz am Ende, wenn es dann heißt, naja, typische EU, also das ist sicher schief gegangen und so. Und auch wenn es schief gegangen ist, sage ich auch, ja, da ist Mist passiert. Also Glühlampenbrecher war nicht oft genug, sondern da gibt es noch viele andere Beispiele, die schief laufen. Nur es ist halt so, dass halt alle mit haben. Es war ja nicht so, dass wir alleine waren. Und wir vertreten immerhin die Interessen unseres Landes. Also wir sind gewählt hier. Ich bin dem österreichischen Bürger verantwortlich und ich weiß nicht, warum ich dann liegen soll und sagen, dass ich das nicht mit meiner Regierung akkordiert habe. Also das ist schon sehr merkwürdig. Ist ein Verhalten, wir leben damit schon seit langem. Wir haben uns auch angewöhnt, die Regierung nicht permanent aufzuplatteln, eigentlich aus Freundlichkeit. Wir wollen nicht dauernd da Wickeln haben und let it be. Und so ist es. Und Medienvertreter, das muss man in dem Zusammenhang dann schon auch sagen, und zwar mit hohem Verständnis, haben ihre Bezugspersonen natürlich hier im Land. Österreichische Medien, nennen wir es einmal, leben von den österreichischen Politikern und überhaupt nicht von uns. Daher ist die Interessenslage evident. Wir müssen damit umgehen lernen. Es wird nicht möglich sein, für die nächste Europawahl am 25. Mai diesen Zustand zu ändern. Das ist unmöglich, weil, wie Sie es richtig diagnostiziert haben, das Kommunikationsproblem eines ist, das tief geht. Und tiefgehende Zugangs- und Verhaltensänderungen kriegst du nicht geschwind auf die Reihe. Und daher müssen wir auch für die nächste Europawahl damit leben, dass wir mit diesem schlechten Grundimage reingehen. Das ist so. Müssen wir das Beste daraus machen. Nun zu meiner Abschlussfrage, um jetzt einmal mit etwas Positivem reinzugehen. Das Sozialkapital der EU. Wie könnte man das, was Sie gut geschildert haben, Verhaltensänderungen und auch Einstellungen, die brauchen eine Zeit, dass die besser werden. Wie kann ich jetzt diese Optionen, die Sie geschildert haben, Arbeitsmarktpolitik, Vorteile der EU, den Menschen in Österreich so näher bringen, dass sie wirklich was davon haben und dass sie diesen Zusammenhang auch dann begreifen, dass das Image verbessert wird? Wie könnte ich das machen praktisch? Das geht sicher wieder nur mit Informationsarbeit. Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern, die auch ein Recht darauf haben, das sagen und müssen hoffen, dass auch die, die wir dazu brauchen, uns helfen, das zu vermitteln. Wenn zum Beispiel 35 Millionen Euro alle paar Monate in irgendeine Region Österreichs überwiesen werden von EU-Mitteln, weil dort Betriebe gefördert werden, die meist kurzzeitig, also ein halbes Jahr, ein Jahr, Probleme haben, ihre Mitarbeiter zu halten. Und da wird versucht, diese Arbeitslosigkeitsgefahr zu bannen. Dann wird das mit Geld unterstützt. Dann sind auch die Mitarbeiter bereit, in Kurzarbeit zu gehen und damit auch wieder eine Einbuße zu erleiden. Aber sie verlieren ihren Arbeitsplatz nicht. Das Unternehmen ist ab dem Moment, wo die Konjunktur wieder ein bisschen in ihrer Branche besser geht, sofort mit denselben Mitarbeitern in der Lage, auf 150% zu arbeiten, dann sind das Dinge, die kann man denen erzählen, die es wissen. Die meisten anderen werden mir zuhören, aber wenn ich auf den sehr wertvollen Begriff Sozialkapital zurückkomme, dann dürfen wir leider nicht ausgehen, dass es auch hier einen breiten Wissensstand gibt, dass Europa, der mit Abstand in der sozialpolitischen Qualität höchst entwickelte Kontinent dieser Welt ist. Es gibt keine annähernd guten Pensions- oder Gesundheitssysteme und ich schließe die Länder ein, die sowieso auch nicht so gute Systeme haben wie im Süden Europas und trotzdem kann man es kaum vergleichen zu dem, was in Asien gegeben ist und auch was der Herr Obama jetzt mühsam versucht in Amerika herzustellen. Wir sind in Europa eine wirklich hochentwickelte sozialpolitische Region. Hat auch den Auftrag, wir haben auch den Auftrag, das hinauszutragen, wir tun das auch, wir infizieren eine Region nach der anderen und es ist uns nicht angenehm eigentlich, was da in China jetzt daraus passiert, nämlich Unzufriedenheit, die in China noch sehr schwer zu handeln sein wird, weil die draufkommen, dass sie keine sozialen Netzwerke haben. Sie haben keinen Arbeitsmarktservice, sie haben keine Arbeitslosenunterstützungen, keine Schulungen und sind all diesen Krisen schutzlos ausgeliefert, in Amerika sowieso, wo Heil und Feier Alltag ist. Und wir haben in Europa hier mit allen Problemen, die wir haben, ganz sicher große Stärken. Ja, wir sind dann auch zum Teil aus diesem gleichen Grund im Wettbewerb schwächer. Wir geben nämlich viel mehr Geld als alle anderen aus für Sozialpolitik, nämlich 25% aller Budgets für Soziales. Das macht keine Region
der Welt. Dadurch haben wir weniger Geld vielleicht für aggressive Wirtschaftsexpansion. Das fehlt uns, keine Frage. Ja? Oder für Forschung noch mehr. Aber wir haben das beschlossen, in der EU wird eisern daran festgehalten, keine Schwächung der sozialen Komponente, und jetzt kommt es, ganz im Gegenteil, Stärkung dieser Sozialkompetenz. Wir sind am Weg zur Sozialunion, nicht als erstes, wo wir nicht einmal noch eine Bankenunion haben, aber wir sind ja sehr nahe der Bankenunion. Das werden viele sehr bald erleben, wir werden das alle im nächsten Jahr, eineinhalb Jahren erleben, dass wir eine Bankenunion schaffen, eine europäische, die keinen Steuercent mehr aufwendet für in Not geratene Banken. Unglaublich, aber wahr. Und nicht nur die Steuerzahler zahlen die Banken, sondern sie selber zahlen es. Und dann kommt die Zeit auch für eine Wirtschaftsregierung, eine europäische, die evident notwendig ist. Und dann kommt sicher auch die Zeit, wo wir die Sozialunion stärken, weil wir so viel Potenzial haben. Wir haben Solidarität unter den Europäern, unglaublich. Die wird sehr diskutiert, auch im Streit. Also ich verstehe das, wenn dann die Deutschen, die Schweden und auch Österreicher sagen, was wir da zahlen, ob noch Griechenland und die, was ich wohin. Aber am Ende, schaut es euch an, das ist gelebte Solidarität. Und wir helfen denen. Aber nicht nur. Wir machen sehr viel dort, und das wird leider nicht immer dazu gesagt, zu unserem eigenen Vorteil. Weil wir uns mit dem Geld auch die Märkte erhalten, in die wir wie die Löwen exportieren. Österreich ist bestes Beispiel. Wenn wir nicht dafür sorgen, dass die Wirtschaftsstrukturen erhalten werden, können wir nichts mehr verkaufen. Und dann haben wir die Arbeitslosen bei uns auch. Das wird verkannt, wird leider nicht immer in den Zusammenhang gestellt, und daher ist es ein Unsinn, die erfolgreichste Währung der letzten Jahrzehnte zu kritisieren. Sie ist ganz stark, der Euro. Wir profitieren wie nur was, und wir brauchen es, damit wir diese nächsten Wirtschaftsentwicklungen, die mit Wachstum verbunden sein werden, meistern. Und viele Länder in Europa haben schon den Weg aus dem Rettungsschirm begonnen. Also es ist Portugal unmittelbar davor, es ist erstaunlicherweise Griechenland, dass die Schritte vorbereitet, in ein, zwei Jahren ebenfalls rauszugehen, und es ist Spanien wahrscheinlich das nächste, die rausgehen. Das heißt, es greift, nichts ist zufriedenstellend, aber es dauert ja. Die haben ja irrsinnig viel selbst verschlampt aus. Aber Europa hat geholfen und baut die Strukturen auf, und noch einmal, das ist gelebte soziale Solidarität einerseits, und andererseits zu unserem eigenen vordergründigen Vorteil nur von Nutzen. Und so kann dieses Werk funktionieren. Schaut derzeit gut aus. Herr Abgeordneter, danke für Ihre Diagnose, sprich Nörgeln auf hohem Niveau, und danke für die Zeit. Ich danke Ihnen für dieses Interesse und für diese Plattform, die Sie darstellen. Das ist sehr, sehr vorbildlich. Danke. Danke.